Ja, hallo liebe Autofreunde, heute ist mal das Thema 50er Jahre. Wetter ist herrlich, wir haben gesagt, heute machen wir mal einen schönen Samstagvormittag-Fahrt-Trip mit unserem 220B Richtung Berge. Wir haben hier einen richtig schönen Gebrauchs-Oldtimer. Das ist ein ganz alter Kunde von mir, der über Jahrzehnte hier im Thema ist, der das Auto Jahrzehnte hat mit einer wirklich tollen Historie. Und jetzt fahren wir einfach mal los. So. Ja, das Auto gehört einem alten Freund von mir und er hat jetzt nach Jahrzehnten, wo er das Auto besessen hat, er ist 50.000 Kilometer mit dem Wagen gefahren, gesagt, Stefan, ich habe jetzt noch was anderes vor, kannst du mir den verkaufen? Habe ich gesagt, klar mache ich das. Also das ist ein ganz toller Gebrauchs-Oldtimer. Das ist ein Mercedes 220 Cabriolet B. B bedeutet, da können vier Leute fahren, er hat vier Fenster, zwei hier und zwei da. Ein B-Cabrio sind ungefähr 1000 von dem Wagen gebaut worden, er ist sehr, sehr selten. Und es ist eigentlich der erste richtige Nachkriegs-Mercedes, den sie ab 1951 in Paris vorgestellt haben. Das war dann die sogenannte neue Generation. Bis zu dem Zeitpunkt, Mercedes ist ja schwer getroffen worden im Krieg, gab es nur die Vierzylinder 170 S und der hatte halt 52 PS. Und das Auto, wenn der gut ist, läuft er gut, aber das ist so eine Sache. Aber er hier, der Sechszylinder, hat 80 PS geleistet, lief 140. Das war also ein veritables, gutes, neues, neu entwickeltes Auto, was man vorgestellt hat. Aber man musste natürlich damals zur Upper Class gehören, um sich so einen Wagen eigentlich überhaupt leisten zu können. So. Ja, also unser 220B, das merke ich sofort, das ist ein Auto, was bewegt wurde. Ich sag mal, wenn man das in der Klassifizierung unterlegt, ist das eine 3, aber eine sehr schöne 3. Das ist ein Auto, was immer bewegt wurde. Dem Besitzer ist nicht wichtig gewesen, schon mal hier vorne zu, hat also ganz leichten, ob man das Rost nennt. Der Chrom ist ein bisschen durch, aber das muss man lassen. Das Holz ist mal gemacht worden, das ist sehr schön gemacht worden. Das Auto hat mal eine Qualitätsrestaurierung vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so bekommen. Aber der läuft toll. Also wie leise und seicht der läuft. Die 220-Maschine ist ja vom Konzept fast 40 Jahre lang gebaut worden, bis 1989 immer wieder verbessert worden. Aber der Grundmotor 1951, die erste tolle Neuentwicklung, das ist er hier gewesen. Und da kann ich euch sagen, das ist ein herrlicher Oldtimer. Aber mein Sohn, der fliegt ja die Drohne, hat gerade Platz genommen. Lukas sagt, sag mal, Papa, du, der läuft ja toll. Das ist ja ein Platz hier hinten. Voll cooles Auto. Und genauso empfinde ich das auch. Das ist ein Wagen, reinsetzen, losfahren, Spaß haben. Den kannst du auch überall stehen lassen. Das ist jetzt nicht so ein fabrikneu aufgebautes Auto. Das ist ein richtig guter Treiber. Und das Gefühl, was mir das Auto vermittelt, der läuft wunderbar. Der ist, wir haben so ein paar Rostbläschen hier und da entdeckt, aber mein Gott, das kann man ja mal machen. Eben müssen wir mal runterschalten, hier ist noch nicht ganz warm. Die verschlucken sich immer ein bisschen, wenn sie nachher warm eingefahren sind, merkst du das nicht mehr. Ist beim 220 absolut typisch. Also in zwei, drei Minuten hat er das nicht mehr. Das hat er dann, wenn es einen Berg hoch geht, dann ist es gleich vorbei. Also Öldruck voll, hier vorne Wassertemperatur, rechts haben wir den Tank. Dass die Nadeln so hin und her wackeln, ist völlig normal, das kenne ich bei allen so. Hat er dieses wunderschöne Radio hier vorne, original natürlich. Und hier das Chrom, in Chrom gefasste 220-Zeichen. Gab es damals als A-Cabriolet, die kosten heute bis 200.000 Euro. Und hier unser Auto finde ich im Grunde total preiswert. Kostet 109.000. Dafür bekommt man richtig viel Auto. Schau mal, hier hat er den rumdrehbaren Spiegel, damit man hinten über das aufliegende Verdeck gucken kann. Ja, das Erste, was mir auffällt, also butterweiche Lenkradschaltung, die haben wir hier vorne. Knüppel gab es ja nur beim 170S. Der fährt sich so seidenweich, der Wagen. Man merkt, dass der Vorbesitzer 50.000 Kilometer gefahren ist. Die haben damals das hier auf Null gestellt, als er restauriert wurde. Er hat ja komplett originale Instrumente. Das ist ein absoluter Gebrauchs-Oldtimer, wo jemand sagt, ich möchte überall teilnehmen, ich möchte damit auch weiter Reisen machen. Kommt mit der 2,2-Liter-Maschine, konnte man das herrlich. Auto ist nicht schwer, der wiegt 1,3 Tonnen, 140 Stundenkilometer braucht man nicht bei dem, 120 fährt er immer und ist seidenweich. Also ist ein Motor, der mich immer begeistert hat. Ich habe da immer die besten Erfahrungen mit dem 220er gemacht.
und deswegen ist die Maschine ja auch jahrzehntelang gebaut worden. Und man merkt auch jetzt, also jetzt ist er schön warm, er ruckelt nicht, er zuckelt nicht, er fährt nur. Hier vorne übrigens im Lenkrad kannst du die Lenkung rechts oder Blinker links oder rechts. Und laufen tut er toll. Also gerade bei so einem Wetter kann man Oldtimer fahren richtig genießen. Das ist ein richtiger, schöner Mercedes aus der alten guten Zeit, 50er Jahre. Da gab es wenig Verkehr, aber das Tolle ist, der war technisch damals seiner Zeit weit voraus. Also die Journalisten waren damals begeistert, als sie den Wagen gefahren haben. Er hat zwar noch das Fahrwerk vom 170S, das war wunderbar in Ordnung, aber ansonsten ist Technik, die war absolut neu. Und ich kann euch sagen, der fährt sich einfach klasse. Und immer wenn man sich überlegt, der kostet ein bisschen über 100.000, dafür hat man einen ganz tollen Driver. Man wird absolut nicht einen Euro kaputt machen mit dem Wagen. Da kann man sich reinsetzen und unkompliziert losfahren. Es ist ein wirklich vollkommen unkompliziertes Auto. Er ist nicht viel gebaut worden. Es sind exakt 998 Autos vom Band gelaufen. Damals größtenteils übrigens noch Handarbeit. Die sind dann später nur noch von Studenten benutzt worden. Dadurch sind viele in einem nicht guten Zustand gewesen. Dann sind die irgendwann mal verschrottet worden. Die waren damals viele auf dem Schrott. Und dann haben die sich Studenten, weil sie also einfach zu reparieren, weil die Dinger geholt und sind die dann noch gefahren bis zum bitteren Ende. Es gibt also wenig wirklich gute. Man sitzt super gemütlich hier vorne und auch die Leute, die hinten mitfahren, bequem für zwei Erwachsene. Also es ist wirklich ein Cabriolet, wo man bequem zu viert mitfahren kann. Er hat ein gefüttertes Verdeck. Bei dem schönen Wetter lassen wir das mal drin heute. Man kann das so sogar im Winter mit dem Wagen fahren. Völlig unkompliziert. Und er erlaubt auch relativ hohe Reisegeschwindigkeiten für einen Oldtimer. Ja, ich glaube, das merkt ihr hier. Wenn Paul hier über diesen schönen Stern vorne über die Haube filmt, das ist ein Auto, was wunderbar läuft, was sich gut bewegt. Und dieser hier ist auch technisch in einem vorzüglichen Zustand, zumindest wie ich das im Moment sehe. Weil mein Freund, der wollte immer an den ganzen Rallyes teilnehmen. Das hat er auch gemacht. Der ist sehr, sehr viel mit dem Wagen gefahren. Es ist übrigens eine deutsche Auslieferung. Der Wagen ist vom ersten Tag seiner Existenz bekannt. Das ist ja 1953 gebautes Auto. Bis heute voll dokumentiert. Man weiß, was gemacht wurde. Man weiß, wer ihn besessen hat. Schönes Auto. Er hat auch schöne Details. Wir werden es da auf die Ratzinger Höhe hier oben fahren mit dem Auto. Dann gehen wir mal drum herum, dann zeigen wir euch mal so ein paar schöne Details an dem Wagen. Aber so der Fahreindruck hier ist einfach toll. Bisschen, wo man aufpusten muss, sind die Türen, weil die gehen nach vorne auf, so. Also wenn da mal was ist und die hauen nach hinten weg, man nannte ja das früher Selbstmördertüren, vorsichtig, nicht? Aber die muss man kräftig ranziehen, dann macht das Wumms und die sind zu und die halten auch. Aber motortechnisch und fahrtechnisch ist das wirklich eine Freude, den Wagen zu bewegen. Also finde ich wirklich, man sitzt da so herrlich drin, total gemütlich, hat natürlich keine Gurte und auch keine Kopfstützen. Kopfstützen konnte man sich besorgen, die gab es als extra damals schon, also zumindest beim 300er. Ich weiß jetzt nicht, ob beim 220. Er läuft herrlich. 220 gab es da noch als OTP, soweit ich weiß, als Polizeiauto. Und genauso wie den 170er oder als Cabriolet A. Da sind sie heute relativ teuer, haben wir gerade wieder einen verkauft, wenn die voll restauriert sind. Da muss man so ein bisschen gucken. Es gibt ja so einige, die da aus Polen zurückkommen. Die geben sich viel Mühe, aber ich sag mal, die machen das auch optisch ganz schön. Aber Technik, also bei so einem Auto würde ich immer vorab prüfen lassen, ob die auch wirklich gut gemacht ist. Denn in Polen hat man die Zeit damals nicht erlebt hier in Deutschland, als sie auf den Straßen waren. Und da kennt sich nicht jeder optimal mit der Technik aus. Die muss man vorab prüfen. Ich habe das bei so einigen Kunden erlebt. So, jetzt merkt man, dritter Gang schafft er nicht, schalte ich den zweiten runter. Und dann zieht er hier herrlich nach oben. Also das ist wieder so Freude am Auto. Mir macht das total Spaß, mit so einem Auto hier so ganz gemütlich lang zu cruisen, schöne Landschaft zu genießen. Alles ist saftig grün. Da hinten sind die Alpen, da vorne. Ja, das ist einfach toll. Also er zieht hier wunderbar einen Berg hoch. Wird auch nicht heiß oder so. Gar nichts. Dritter Gang rein. Und er zuckelt schön weiter. Ich meine, da merkt man einen Unterschied zum 170er. Das sind ja fast 30 PS Unterschied, das spürt man hier. Und es ist ein Unterschied, ob ein Auto 1696 Kubika oder 2180. Ist übrigens edel gemacht hier. Fensterrahmen, auch mit Holz verkleidet, könnt ihr hier sehen. Und das gesamte Holz ist mal sehr, sehr gut aufgearbeitet worden, das sieht man. Das Originale ist so mit der Zeit, blätterte so ein bisschen ab, aber wenn das Furnier drunter noch in Ordnung war, konnte man das gut verwenden. Das ist hier gemacht worden, er hat auch eine neue Teppichbodenware bekommen. Das könnt ihr sehen, Leder ist mal gekommen, das kann man so ein bisschen überarbeiten.
dass das wieder ein bisschen schicker aussieht, aber es halt patiniert und man fährt sehr entspannt. Also wenn ich mich da jetzt reinsetze, ich habe das Ziel, die Hansestadt Hamburg, 800 Kilometer von hier. Ich sage euch, da würde ich eine Übernachtung einplanen und käme herrlich entspannt an da oben. Fährt total gemütlich, das Auto. So, jetzt werden wir hier vorne mal anhalten. Dann zeigen wir euch mal. Ich habe heute einen Frosch am Hals. Dann zeigen wir euch mal, wie schön das Auto insgesamt aussieht. Also, dass er toll läuft, kann man, glaube ich, merken. Man hört das, man fühlt das, man sieht das. Schönes Auto. Echt ein schöner Wagen. Dann ist er super weich gefedert. Hat hydraulische Bremsen schon, also sie funktioniert auch gut. Sag mal, Scheibenbremsen braucht es hier gar nicht. Gab es damals auch nicht, 1953. Guck mal, wie schön er hier rüber schaukelt. Ach, herrlich. Ganz weich gefedert. Wenn ich das in Porsche GT3 mache, dann kracht es, weil der Spoiler alles abrasiert. Das passiert uns hier nicht. So, dann wollen wir mal anhalten. Ja, Mercedes 220 Cabriolet B. Wie gesagt, der hat dieses große Verdeck hinten aufliegen. Das kann man hier mit zwei Leuten nach vorne ziehen. Das hier ist die Verdeckspange. Damit man Spannung erreicht, wird das dann nach vorne gemacht. Dann ist das zu. Also er hat im Detail alles richtig gemacht. Er hat die original lackierten Radkappen. Das ist mal ein bisschen abgebröselt. Was macht er denn da oben? Ja. Laut jetzt, ne? Ja. Kleines Ding schon. Der macht einen Lärm hier. Naja, gut. Schnorch, schnorch. So, er ist ein gemütlicher Vierplätzer, der Wagen. Also hinten ist richtig Platz. Vielleicht zeigt Paul das mal. Da kann man sich herrlich hinsetzen. Mein Sohn Lukas ist da eben wunderbar mitgefahren. Aschenbecher hinten, auch schönes, edles Holz. Man hat wirklich Platz. Dann hat er hier vorne einen Kofferraum. Blinker an der Seite, hier ist der Kofferraum. Die originalen Rückleuchten hier. Also alles, was ihr hier seht, man kann das alles neuwertig restaurieren. Ich sag euch, ich würde an dem Auto überhaupt gar nichts machen lassen, wie er ist. Er hat dieses schöne alte D-Zeichen noch mit dem 220 Originalzeichen. Hier ist der originale Stern, hier ist der Griff. Hat einen vernünftigen Koffer. Jetzt fliegt er wieder da oben lang, Lo. Wollen wir den runterholen? So, ich mache mal hinten den Kofferraum auf. Der ist auch relativ groß. Unten ist alles original restauriert, könnt ihr sehen. Ja, also Platz ist da genügend. Hat da oben die ganzen Rallye-Aufkleber, wo er überall mitgefahren ist. Das war doch einiges. Dann hat er hier diese schöne Auspuffhülle. Die war früher absolut der letzte Hit aus dem Zubehör. Da hat er einen Auspuff, dann die schönen originalen Stoßstangen, Rücklichter. Da vorne ist der Tank, hat einen 70-Liter-Tank. Also ich sag mal, wenn man so ein Auto normal fährt, verbraucht er zwischen 10 und 13 Liter, mehr hat er nicht. Dann hat er hier mal einen Knick, da ist wahrscheinlich die Tür zu weit aufgegangen. Also ich sag mal, auch hier, also wenn das jetzt mein Auto wäre und ich hätte wirklich Lust, den zu fahren, ich würde gar nichts machen, hier unten die Tür. Das kann er mal machen, da hat er leichten Rostbefall. Ich glaube, das könnt ihr sehen, das kann man überarbeiten. Also ich sag mal, so eine Tür überarbeiten kostet vielleicht 1000 Euro, ist das ordentlich gemacht. Dann aber hier, das ist alles in einem herrlichen Zustand, hat den schönen originalen Kühler, hat hier vorne noch die original Hellerlampen mit dem Stempelchen von der Firma Heller drin. Hier vorne hat er Bosch. Könnt ihr auch sehen, da ist der Originalkühler mit dem Original-Mercedes-Emblem. Heute, wenn die Autos restauriert irgendwie aus dem Ostblock kommen, dann sieht das hier alles anders aus. Also man sieht, dass der authentisch von jemandem gemacht wurde, der auf Details geachtet hat. Trotzdem ist er bewegt worden jahrzehntelang und so sieht er aus. Aber ich finde, es ist ein total solides, ehrliches, wirklich schönes Mercedes-Cabriolet. Und das merkt man eben auch beim Fahren. Er hat noch diesen Zusatzscheinwerfer hier. Ich mache euch jetzt mal, der ist auch von der Firma Heller, völlig original. Da ist hier oben so ein bisschen Herr Chrom ab, aber ich finde das so liebevoll, hinten mit Spiegelchen. Das muss Paul euch mal zeigen. Guck mal hier, das ist ein original Heller Scheinwerfer aus der Zeit. Klar kann ich das alles neu machen, aber ich finde, das hat viel mehr Charme hier. Das ist ein richtiger Oldtimer, der in Würde gealtert ist, ungeschminkt. Wirklich schöne, gute Technik, die gut funktioniert. So, jetzt mache ich euch mal die Haube vorne auf. So. Und da ist dann jetzt der Sechszylindermotor zu sehen mit 80 PS, mit oben liegender Nockenwelle, war damals modern und neu. Schaut mal hier, das ist eine ungeschminkte, originale 80 PS Maschine mit Wasserdeckel auf der Seite. Hier vorne mit den Schrauben, daran könnt ihr einen Originalmotor erkennen. Das ist Fahrgestellnummer. Ich weiß jetzt nicht, ob er Matching Numbers hat, haben wir gar nicht geprüft. Finde ich bei so einem Auto auch gar nicht wichtig. Entscheidend ist, dass der gut läuft.
dass er gut funktioniert und gut fährt, und das tut er ganz einfach. So, mal wieder zumachen. Wie gesagt, keine 1, für mich ist das eine 3, aber eine ganz gesunde, saubere 3. Und das Einzige, wo man nachdenken kann, dass es da rechts die Tür ein bisschen machen, aber ist geschenkt. Also ist keine große Geschichte. Ja, was wär's ja? Soll ich jetzt ein bisschen rumfahren? Mercedes-Benz-Karosserie-Autos sind ja damals dann in Sindelfingen gebaut worden, könnt ihr hier sehen. Das ist alles vorhanden, auch die ganzen originalen Leisten und so hier. So gehört so ein 220er, hier die großen Taschen. Also man kann das Leder mal reinigen, man kann das ein bisschen aufarbeiten. Aber wenn man das Auto zum Fahren hat und Freude haben will, würde ich den lassen, wie er ist. Mal von der Tür da abgesehen, das bisschen Rest würde ich absolut lassen. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Schlüssel rumdrehen, Anlasser ist unten drunter. Und er springt an, wunderbar. Ja, das Mercedes 220B Cabrio war so das klassische Ladenburg-Auto. Da war ja Jahrzehnte an den Neckarwiesen immer das MVC-Treffen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, da kann ich mich noch erinnern, so Anfang der 80er, 90er, da war der 220er einfach das Auto. Und das erinnert mich an diese Zeit. Also ich sag mal, das ist ja wirklich eine richtige Kultur gewesen. Das vermisse ich heute auch, dass das da in Ladenburg nicht mehr stattfindet. Ich habe jetzt gehört, das Treffen würde woanders sein, da war ich gar nicht mehr. Muss ich vielleicht mal hingehen wieder. Aber das ist so der Beginn der Oldtimer-Szene in Deutschland. Da war so ein Wagen ganz, ganz wichtig. Ja, das ist eine schöne Zeit gewesen. Die Leute, die haben einfach so ein Mercedes gelebt damals. Man hat sich über Teile unterhalten, man hat sich darüber unterhalten, was original war und was nicht original war. Und dieser Wagen hier von seinem Zustand, so wie er jetzt ist, ist sehr, sehr selten, weil er so schöne originale Details hat, weil man sieht ihm das Leben an. Also so ein Auto ist eigentlich eine Rarität für einen echten Kenner. Und die paar Rostbläser in der Tür sind im Grunde völlig egal, das kann man reparieren. Aber der ganze Rest bei dem Wagen ist absolut stimmig. Und das zeigt sich auch, wie ich das Auto fahren und bewegen kann. Macht einen absoluten Spaß. Und gerade wenn man in so einem großen Cabrio sitzt, diese große Scheibe hier vor sich, das zieht überhaupt nicht, weil hinten das Verdeck relativ hoch aufliegt. Also zum Freude haben, zum Fahren, zum Bewegen ist das Auto allererste Klasse. Wirklich allererste Klasse. Ihr merkt doch, dass ich echt begeistert bin. Sowas macht mir einen totalen Spaß. Und ich kenne keinen Oldtimer, der auf diese spezielle Art und Weise einem das Fahren näher bringt in unseren schönen Landschaften. Die haben wir ja nun mal in Deutschland. Es macht einfach eine absolute Laune. Mercedes 220B. Und ich sag mal, sowas Authentisches zu haben und zu bewegen, ist manchmal 10-mal mehr wert als ein glitzernder Mercedes 220, der irgendwo aus irgendeiner Manufaktur kommt. Da hat man Angst, dass man Kratzer da macht. Den kann man richtig fahren. Da kann man Freude haben. Man genießt das Leben. Also mir geht das so, ich genieße das Leben hier. Guck mal, wie schön der hier läuft über die Landstraße. Er ist geradezu dafür gebaut. So waren ja auch die 50er Jahre, da war relativ wenig los. Es gab relativ wenig Verkehr, weil die Leute einfach das Geld gar nicht gehabt haben, sich sowas leisten zu können. Deswegen sind nur 1000 Exemplare gebaut worden davon. Übrigens vom Cabrio gibt es 1280, also doch noch mal ein bisschen mehr. Aber im Grunde sind das auch ganz, ganz geringe Stückzahlen. Und er hat halt eben noch diese schöne Vorkriegsform, diese großen Kotflügel. Das war übrigens das letzte Fahrzeug, bevor dann der Ponton kam, da war es vorbei. Er hat hier noch einen Holzrahmen, das haben die Pontons nicht mehr gehabt, das war dann komplett Stahl, selbsttragende Karosserie. Also das ist eigentlich die letzte Vorkriegskonstruktion, die noch gebaut wurde von Mercedes. Danach war das vorbei und das vermittelt einem auch diese Gediegenheit im Auto. Das ist alter Fahrzeugbau, das ist altes Handwerk. Aber wie der Herr fährt, also es macht mir einen absoluten Spaß, das Auto zu bewegen. Auch die Schaltung total butterweich. Ich weiß von meinem Freund, dass der immer darauf geachtet hat, dass der Wagen wunderbar funktioniert, und das tut er hier wirklich. Tja. Was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, so ein Mercedes 220 ist auch ein absoluter Sympathieträger. Da gibt es keinen Neid. Ich glaube, an dem Auto klebt sich auch keiner fest. Da würde ich einfach mal sagen, das macht den Leuten einfach Spaß. Ist ein Sympathieträger.
man fährt hier seine Seele durch die Gegend. Und wem das nicht gefällt, also dem kann ich dann auch nicht helfen. Hat aber nichts mit Protz zu tun, sondern einfach mit Freude, die Natur einzuatmen. Das kann man nämlich in so einem Wagen. Völlig entschleunigt, völlig stressfrei das Auto. Herrlich. Also macht total Spaß, so ein Auto zu bewegen. Total Spaß. Ist ja herrlich hier hoch. Das macht so richtig Spaß, mit dem Auto in Luxus zu gleiten. Das ist ja wirklich komfortabel, ne? Also ich glaube, ich hätte mir damals das 220B gekauft. Total schön, echt. Hier ist auch herrlich, hier durch den Wald, das Holz. Ah, wunderbar. Ja, jetzt sind wir 20 Kilometer mit unserem Mercedes 220B gefahren. Ich kann euch sagen, es ist ein herrliches Cruisen. Es ist ein total gutes Auto. Also wirklich total gut. Begeistert mich. Also Mercedes hat ja zum Leitspruch gemacht, wenn man sich in Mercedes setzt, muss man, wenn man ankommt, entspannter sein, als wenn man losgefahren ist. Kann ich dem Auto hier absolut zugestehen. Das ist hier der Fall. Also ich habe das entschleunigt dermaßen. War so eine Laune, mit dem Wagen zu fahren, den gleiten zu lassen. Man hat den schönen glitzernden Stern vorne. Er hat eine hervorragende Mechanik. Das hört ihr, glaube ich, spürt ihr auch. Also ich habe ein totales Vertrauen in den Wagen. Reinsetzen, losfahren, lange Reise machen, Spaß haben und entspannt ankommen. Mit dem Wagen geht das. Ja, da vorne ist Beuerberg, unsere Adresse am Simsee im Landkreis Rosenheim, Oberbayern. War eine wirklich schöne Fahrt. Bei schönstem Sommerwetter, nicht zu heiß. Dafür genau der richtige Wagen. Ich muss sagen, es hat mir total Spaß gemacht. Ja, liebe Freunde, das war unser Mercedes-Dreh am heutigen Samstag, Anfang Juni. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, so die alte Zeit mal so ein bisschen einzuatmen. Das könnt ihr mit mir immer machen. Übrigens, wenn ihr tolle Autos habt, die das auch können, die richtig gut sind, mir bitte anbieten. Das ist für uns genau das Richtige. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan und ciao.